Hallihallo, hier ist euer Commander. Mit einer PvE-Mission, Operation Nebelschirm, M60R1. Mein zweites Gefecht nach dem Start des Global Service. Und ich will mal gucken, wie gut es klappt hier. So, da geht's auch schon los. So, allen mal ein schönes Spiel gewünscht. Wie immer. Muss ja freundlich sein. Wir wollen ja als Team zusammenarbeiten, ne? So. Also, schwarze Kompanie. Wir haben die Luftstreitkräfte der ANC zwar geködert, doch das Gebiet ist immer noch sehr bewaffnet. Wir müssen ihre Basis erobern und auf Verstärkung warten. Viel Glück, sie nehmen keine Gefangenen. So. Ja, sie nehmen keine Gefangenen. Beschuss! Identifiziert! Feind, erfordert! Der wird sterben. Keine Ahnung, der T64. Das hat sich jetzt hier fast so umgehört. Das ist jetzt hier, die Tauern hier alles sind jetzt alle hier aufgetaucht. Da kann man die schön auf die Seite parken. Ach komm schon, so. Ah, die Swingfire. Die muss weg, weil ich nicht sehr weh tut. War hier irgendwie. Wahrscheinlich hier. Ein bisschen was los zu sein. Da ist noch einer. Steht in der Ecke. So. Dass er rumkommt. Jetzt ist voll von mir in den Boden geschossen. So. Das war der. Jetzt fahre ich hier mal auf die andere Seite. Identifizieren! Feind, Transporter! Um mal zu gucken, was da hinten dahinter steht. In den zwei Flugzeugbunkern. Der hat genauso eklige Raketen wie der Swingfire, deswegen habe ich den jetzt auch schon gleich angeschossen, wo ich ihn kaum gesehen habe. So, jetzt schaue ich mal, hier. Was ist hier noch so zu tun gibt. Einen Gruß mitbekommen von mir. So, jetzt werden wir mal gucken, ob wir noch die Secondary einnehmen können, bevor die Mission aufhört. Gut gemacht, schwarze Kompanie. Da und
fängt wieder an zu bellen. Nee, mit Bescheid. Das ist von meinem Nachbar. Das ist ein Hund, der ist neu. Und der lernt gerade allein zu sein. Der Arm bellt jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ihr den hören könnt. Und da ist die Mission auch schon vorbei. Gute Arbeit. Eure Verstärkung trifft bald ein. Das ist ja eine Medium-Mission. War relativ, ja, habt ihr ja gesehen. Aufdecken, alles zusammenschießen. An Computergegnern und am besten noch die Secondary einnehmen und dann war's das schon. Operation Nebelschirm. So. Bei meinem ersten Video nach dem Global Server habe ich gar nicht geschaut nach meinem. Schauen wir erstmal nach dem Ergebnis. 4000 XP, 70.000 an Credits, 10 Feinde erspäht, 6 zerstört, das hört sich doch prima an. So, da bin ich hier sogar über einem 5er mit meinem 4er. Gut. Und hier Sekundärmission 3125. Also es lohnt sich auf Medium auf jeden Fall immer das zu machen. So, Geld kam jetzt dann am Ende nicht ganz so viel. Oh, man hat ja noch die ganzen Abzüge, aber mit 40.000 bin ich eigentlich zufrieden. Ohne dass ich irgendwelche Bus und Insignien mit dazu anhabe. So, das Einzige, wonach ich nicht geschaut habe bei meinem ersten Video, was ich euch ja sagen wollte gerade, ist nach meinen Emblemen zum Beispiel, ob die alle da sind. So. Dann schauen wir mal, aber normalerweise dürfte das genauso wenig ein Problem sein, denke ich. Da ist schon die neuesten, die ich hier so alle zum Schluss durch Erfolge gekriegt habe. Hier die ganzen Merkava Soulshiber Embleme, die sind da. Und das Armored Warfare für den Geburtstag Emblem, das war auch da am Anfang gleich. Also. Ja. Tarnungen sind auch alle da. Ja. Alles prima. Und das Spiel ist gestartet. Ich habe praktisch auf den Launch-Knopf gedrückt für den Kill. Und dann ist das Spiel hat schon gleich geladen. Also instant laden gewesen, um in das Spiel reinzukommen. Das war nicht schlecht. Ganz andere Erfahrung. So. Es gibt dann, hat hier noch was geändert. Shop. Gibt es einen extra Button für den Shop anscheinend. Den gab es so jetzt hier im Spiel auch noch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Dann haben wir hier News von Armored Warfare anschauen. Naja gut, das so ein News-Button hatten wir, glaube ich, im alten. Und hier, das sind die, ja, die Event-Boni und die Dings, das kennen wir ja auch noch, so wie das war. Ja. Im HQ. Schnell sich abspielt, hat sich da auch noch nicht sehr viel verändert. Ah. Seht ihr das? Auf der rechten Seite, die Aufträge verändern sich zu den Missionen PvE und PvP. PvP gibt es jetzt auch Missionen, praktisch, so wie das aussieht. Und das war das, was ich im ersten Video schon erwähnt hatte, mit dem Emblem 10 und diesem VBL Hightech, den man da gewinnen kann. Ja, muss ich mal gucken, ob ich mich daran mache. So, und was wir jetzt auch noch machen können, ich habe hier bei den Fahrzeugen mal geschaut, da gibt es aber nichts jetzt, was... Also ich habe jetzt nichts Neues entdeckt, zumindest was ich euch mitteilen könnte, weil
dass alles so ist, wie es war. Da hat sich nicht sehr viel verändert. So. Kommandanten. Ja, sind auch noch alle da. So, und was wir jetzt auch noch machen, das mache ich jetzt mit euch zusammen. Weil das sind immer, das ist immer so eine Sache. Die lieben Extrakisten habe ich hier noch gekriegt nach dem Update heute. Die waren dann auf einmal in meinem Bestand. Und da will ich jetzt mal reinschauen. So, schauen wir mal. Erste Kiste. Nein. Zweite Kiste. Oh. Auch nichts. Okay. Nächsten Kisten sind Amanda 152 Kisten. Schauen wir mal rein. Aber was heißt nichts? Das ist ja immer trotzdem was. Gold-Insignien habe ich noch keine mehr. Und die AW Boost, das sind die besten. Das ist jetzt zwar nur der Goldene, der hat nur 30% an Kredit und Sachen. Der Platin, der hat 50% Kredit und XP Erfahrung mehr pro Gewinn. So, 200 Gold und nochmal 20 Kreditpunkt-Insignien, das ist gut, ja. Was haben wir dann noch? Intel Boost Gold und EP Insignien Gold 20 und 5 ist doch prima. So, jetzt habe ich hier noch Tantaro Wolf, 120 Beutekisten, also zwei Beutekisten, Tantaro 120 Wolf. Schauen wir mal rein. Und sie sagen, die Beutekisten. Und sie sagen, Muck Commander, du musst noch länger warten auf einen 9er oder 10er, den du irgendwann mal in der Garage stehen haben willst. Okay, mache ich. Das ist auch neu. Waren, weiß ich auch nicht, was dazugehört. Oder was das dann ist. Ich nehme an, das ist, hat irgendwie mit diesem MyLoot noch, ist das irgendwie verwoben, dass dann Dinge aus MyLoot da reinkommen. So, ich wünsche euch alles Gute. Ich mache jetzt mal noch ein paar Gefechte und schau mal, wie es noch so läuft und mache dann noch ein Video und gebe euch noch mal eine Rückmeldung. Okay, das war euer Commander. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann.